Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was geht los da rein? Ja, heute ist bei mir Sonntag. Ich habe es leider gestern verschwitzt, euch Bescheid zu sagen, dass ich es nicht mehr schaffe, WGLD zu bringen. Ich hatte zu tun und umso mehr nervt es mich, dass 10.000 Leute fragen, hey, wo bleibt denn Was geht los da rein? Aber Was geht los da rein kam gestern nicht. Ja, klar, kam nicht. Hab euch auch heute schon mehrfach geschrieben im Feed und bei Facebook, dass es aus bestimmten Gründen nicht kommen konnte. Und dann gibt es immer Leute, die noch fragen. Ich finde es so unglaublich. Schaut doch bitte einfach mal in den Feed oder auf Facebook nach. Ihr müsst ja nicht bei Facebook angemeldet sein, um danach zu gucken, weil das nervt wirklich tierisch. Ich meine, ich will euch hier was zeigen, ich will euch was beibringen, klar, aber ich schaffe es halt nicht immer, gerade wenn ich dann selber mal irgendwie privat auch was machen möchte. Da setze ich mich nicht noch abends hin und mache irgendwas oder komme dazu, euch noch zu sagen, hey, Leute, ich mache heute keine WGLD, da will ich dann einfach nur los und dann hat sich das auch. Oh, und ich finde es schön, dass ihr alle solche Blitzmerker seid und mitbekommen habt, hey, da kam kein WGLD, wie toll ist das denn? Nee, weiß nicht, da werde ich ein bisschen pissig, das meine ich dann auch nicht böse, ihr wollt das ja auch letztendlich nur wissen, aber stellt euch mal vor, 10.000 Leute fragen euch jedes Mal dieselbe Scheiße, da regt ihr euch irgendwann nur noch auf und antwortet nicht mehr, gerade weil ihr es dann schon 10-mal beantwortet habt, das ist echt so nervig, bitte schaut einfach in den Feed oder bei Facebook. Okay, soviel dazu. Heute ist unser Thema Pools und Hausboote. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Es ist möglich, auf Hausboote mit Pools zu versehen. Das wollte ich sagen. Gott, jetzt habe ich meinen ganzen Wortschatz durcheinander gebracht. Problem hierbei, man kann Pools nicht im Keller platzieren. Das ist ein bisschen blöd. Macht aber nichts, da man das ja auch auf der obersten Etage machen kann. Auf der zweiten leider nicht mehr, glaube ich. Also davon wüsste ich nichts, dass man das kann. Aber hier kann man das. Man kann jetzt entweder normal den Pool wählen und hier platzieren. Sieht jetzt halt nur ein bisschen merkwürdig aus, wenn der da so rumschwirrt. Da habe ich die Lösung für euch. Nehmt euch einfach diese großen Fenster aus dem Hauptspiel. Das wären diese hier zum Beispiel. Und müsst ihr halt dann so abstimmen, dass es auch so von den ganzen Sachen her passt. Dann habt ihr halt einen Pool, in den man reingucken kann. Und könnt das Ganze hier oben denn mit der Etage versehen und dann hier halt den Poolrand gestalten und irgendwelche anderen Wände dazwischen. So ähnlich wie bei dem Hausboot, was ich für die Laura gemacht habe. Aber es gibt auch noch eine andere Variante, wo ihr keine Fenster benutzen müsst und euren Pool so gestalten könnt, wie ihr den gerne hättet. Ja, dann nehmt ihr einfach mal hier nochmal die zweite Wand. Die ist nicht unbedingt nötig, schaut aber besser aus. Zieht ihr mal noch so einen kleinen Kreis mit rein. Der kann so groß sein, muss aber nicht. Sollte aber mindestens einmal den Abstand haben. Und dann zieht ihr einfach hier in dieses kleine Eck den Pool rein. Und dann habt ihr da eigentlich auch so weit gar kein Problem. So, dann zieht ihr einfach hier euren Boden, den ihr da haben wollt, wie auch immer. So. Und dann ist das alles schick. Und habt da euren Pool und habt keine Wand, die da irgendwie mit in, mit in Verbindung gebracht wird. Dann könnt ihr hier euer Haus weiterziehen und hier eure Zimmer. Meinetwegen hier oben eine Treppe oder ihr könnt das Hausboot nur von oben erreichen. Macht hier raus eine Treppe mit hin. Das ist dann völlig egal. Ihr habt dann euren Pool hier drinne und habt keine Verbindung mit dem Pool. Der ist dann einfach da, halt nur in einer Etage weiter oben. Also, wie gesagt, ihr müsst halt auch keine Wand hier ziehen. Das ist einfach nur eine Möglichkeit, die ihr habt. Das ist euch völlig überlassen. Ich ziehe da lieber eine Wand, damit ich das alles ein bisschen eingegrenzt habe. Und ja, nö, keine Ahnung. Das war es eigentlich auch schon dazu. Das ist eigentlich ganz simpel mit den ganzen Pool-Geschichten. Und ja, findet einfach heraus, welche Variante ihr lieber mögt. Ob ihr überhaupt ein Pool auf dem Hausboot haben möchtet, wenn ihr sowieso schon im Meer rumschippert. Ist so eine fragwürdige Geschichte. Aber macht auf jeden Fall viel Spaß, es auszuprobieren. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In 2 Wochen dann wieder. Also nicht nächste Woche, sondern die Woche darauf. Und ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen. Nächste Woche kommt dann auch auf jeden Fall das WGLD zum Thema Augen im CAS. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, weil ihr wartet jetzt schon wirklich ewig. Und ja, dann bis dann und ciao.